Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch die App für euer iPhone für meine Treppenbeleuchtung vorstelle. Versteht mich nicht falsch, ihr ladet euch keine App auf euer iPhone, damit ihr meine Treppenbeleuchtung steuern könnt, sondern ich steuere mit dieser App meine Treppenbeleuchtung. Das hier ist die App. Die habe ich zusammen mit einem Freund programmiert. Vielen Dank an dich. Derjenige, der gemeint ist, weiß Bescheid. Hier oben sind erstmal zwei Einstellungen. Dahinter haben wir so Switch-Buttons. Und über diese können wir das Licht und die Sensoren ein- und ausschalten. Licht ein- und ausschalten erklärt sich von selbst. Und Sensoren ein- und ausschalten, das sind die Bewegungsmelder. Diese kann ich darüber deaktivieren. So reagiert der Peiler nicht mehr, wenn jemand vorbeiläuft. Beispielsweise, wenn man die Treppe sauber machen möchte oder so. Kann man das hier deaktivieren. Wobei ich nicht glaube, dass jemand nachts die Treppe sauber macht, denn man kann hier unten ein Beginn und ein Ende der Auszeit setzen. Die Auszeit bedeutet, dass der Pi praktisch in der Zeit die Sensoren deaktiviert. So kann man sich das vorstellen. Er macht einfach gar nichts in dieser Zeit. Egal, ob jemand an den Sensoren vorbeiläuft oder nicht, er reagiert da einfach nicht drauf. Kann ich zum Beispiel hier draufklicken und kann sagen, okay, das soll jetzt, die Auszeit soll beginnen, sagen wir mal 9 Uhr, da ist es dann hell. 9 Uhr AM aber bitte, wähle ich oben AM aus und drücke unten auf OK. Genauso kann ich da auch ein Ende setzen, sage ich, okay, sagen wir mal 7 Uhr PM soll die Auszeit dann vorbei sein. Das heißt, von 19 Uhr bis 9 Uhr reagiert der Pi auf die Sensoren. Das ist die Zeit, wo es ungefähr so hell und dunkel wird, beziehungsweise dämmerig. Ich glaube, das hier kann man so noch ein bisschen später setzen. Jetzt wegmache, kann ich eine neue Zeit auswählen. Sage, okay, ich möchte es erst ab 9 Uhr haben. Drücke jetzt auf OK. Und, ich auf OK, so, muss auch treffen. Drücke auf OK und dann steht da jetzt 21 Uhr, so kann ich es anpassen. Hier oben steht die Richtung und darunter IP. IP ist die IP-Adresse. Wenn der Pi jetzt zum Beispiel über eine längere Zeit vom Netzwerk getrennt wurde oder ich einen weiteren Pi hinzufüge, ich den Pi ändere, weil er kaputt war oder so und ich ihn austauschen muss, oder ich die Treppenbeleuchtung in einem neuen Netzwerk aufbaue, dann muss ich hier unten die IP-Adresse nur eingeben. Dabei bleibt dieses 4040 hinten immer gleich, das ist der Port am Pi und nur davor die IP-Adresse ändert sich. Das war es dann eigentlich auch schon mit der App. Wenn ich die Auszeit gesetzt habe, habe ich vergessen, muss ich hier unten noch auf Speichern drücken. Jetzt können wir das mal ausprobieren. Ihr seht hinten am Pi die Lichter leuchten. Ich schalte es auf der App mal einfach ein und aus. Ihr seht schon, jetzt gehen die aus. Jetzt kann ich hier zum Beispiel angeben, okay, ich möchte, dass die nach unten angehen. Also die Relais sind jetzt falsch rum, aber das heißt, das wird jetzt von unten anfangen und nach oben angehen bei den Relaisboards. Seht ihr hier. Ich mache es nochmal aus. Mal an. Da das Ganze übers WLAN-Netzwerk läuft und unser WLAN nicht das Beste ist, ist da öfters mal eine Verzögerung mit drin, aber dies beträgt nur wenige Sekunden. Was übrigens auch interessant ist, wenn ich jetzt die Sensoren an- und ausschalte, wird der andere Start somit übertragen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Button drücke, wird automatisch der andere mit übertragen. Wenn jetzt beispielsweise ein Sensor angeschlossen wäre, jetzt ist keiner, und das Licht wäre jetzt an, und ich würde dann den Sensor ausschalten, würde das Licht in dem Fall auch mit ausgehen, weil der Button hier für das Licht gerade im ausgeschalteten Zustand ist. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!